Hallo Welt, hallo Sandra. Hallo YouTube, hallo Richie. Ja. Da sind wir wieder. Und Richie hat, was ist das, ein Adler? Weißkopfadler geschossen. Ja, aber schön. Der hat uns geärgert. Da steht nur Federn, ein Adler. Herausforderung abgeschlossen, okay. Ja, was haben wir vor in diesem Part? Ja, wollen wir das da einnehmen? Ja. Sollen wir mal? Wie gesagt, ja, okay, ich habe da 12 Schuss, kommen wagen. Erstmal versuchen wir, gucken wir, checken wir die Lage. Ich gehe links. Und wenn du schaffst, die Alarmanlage da auszuschalten, wäre nett. Ja, ich muss mal gucken, wo die überhaupt ist. Ich kann sie nicht sehen gerade. Ja. Ist noch fast auf der anderen Seite. Ach, da drüben. Oh Mann. Aber hier ist doch gar nichts los. Ist wer hier? Ja. Okay. Leute sind da. Okay. Ich sehe die Alarmanlage gar nicht. Na warte, vielleicht komme ich gleich an sie dran. Ah, da. Kannst du sonst noch ich? Okay, ist aus. Und wie machen wir es? So gut es geht, leise. Ist hier nur einer? Nein, im Haus selber, glaube ich, da ist auch noch einer. Irgendwo müssen aber noch welche sein. Ich höre sie schon ballern, aber meinen die uns? Warst du laut, Richie? Ich nicht, nein. Ich auch nicht. Vielleicht werden die von was anderem angegriffen. Ja, da war, glaube ich, ein Passant. Scharfschütze im Haus, glaube ich. Im Haus? Na, auf dem Dach hier. Ich hab sie schon. Schauen wir mal, wie du okay, machst. Frei. Jawohl. Das war ja mal nett. Ja, überraschend. Ich habe mir hier ganz schön die Zähne ausgebissen an dem Ding. Ja. Unentdeckt sogar, Richie. Ja, extra Ethanol. Sehr schön. Gut. Die Dame hat wieder was zum Reden. Sie sind die stolzen Besitzer des größten verfickten Ebers, den ich je gesehen habe. Du musst dafür sorgen, dass die Highwaymen das Vieh nicht in die Finger kriegen. Okay. Schattenwolf, eine neue Jacke, Horatio auf der Karte. Öffne, nein. Hier haben wir was zum Lesen. Möchtest du? Ja.
Überlebenden-Tagebuch. Ich weiß nicht, was wir machen würden, wenn das hier endgültig auseinanderfällt. Ich bin leid, dass dein Empfang in Hope so beschissen war. Aber wir haben zwar eine ungefähre Ahnung, wie das Zeug funktioniert und können auch kleinere Reparaturen machen, aber ein ganzes Funksystem von Grund auf neu aufbauen? Und dafür hat ja keiner das nötige Know-how. Wir können ja nicht mal eben nachschlagen oder so. Hoffentlich hat irgendwo wer eine Bibliothek auswendig gelernt. Okay. Im Dunkeln, abgeschlossen. So, dann looten wir ein bisschen, was wir looten können. Jupp, jupp, jupp. Hier unten ist ganz... Ach, das ist hier öffnen. Nee, nicht Waffen, Munition brauche ich, danke. Aber kannst du mir sagen, was eigentlich... Oho, habe ich reichlich verkauft. Was eigentlich an der Waffe anders ist als an diese, was wir von Grace bekommen haben? Das von Grace ist, glaube ich, etwas besser. Ah ja, das ist V.1. Hier oben gibt es auch noch was zu lesen? Ich komme gleich. Schaden minus 200. Wir nehmen jede Hilfe, die wir kriegen. Ah, das ist wie so ein Magnet oder so. Oder wie? Aha. Und macht mehr Schaden. Gut. Gut zu wissen. Da oben bist du. Warte, ich komme. Ja, unten steht ein Tresor mit Titan und hier oben ist was zu lesen. Ja, machen wir das Lesen. Warte, den plündere ich noch hier. Ein Glück, dass du gekommen bist. Hast du? Ja. Überlebenden-Tagebuch. Die Funkgeräte funktionieren noch, wenn man mal ordentlich dagegen tritt. Aber die Reichweite ist nicht gerade der Hammer. Und die scheinen auch jeden Moment auseinanderzufallen. Layla meint, es ist gut möglich, dass da noch Satelliten im Orbit sind und dass wir deswegen noch was empfangen können. Sie hat nicht gesagt, was passiert, wenn die Satelliten runterkommen. Aber wahrscheinlich ist dann Funkstille. Satelliten im Orbit. Und genau, unter diesem Haus ist unten noch ein Safe. Unterm Haus. Ich komme. Da. Okay. Gibt's da noch was hier? Ja, da sind außerhalb noch so ein paar Leichen, die da rumliegen. Ach ja. Die ganze Zugsache tut mir leid, Captain. Den habe ich schon. Ich wollte ja nur... Ganz schön nervös hier. Dann kommt mir der Waffe voll im Gesicht hält. Dieser Song ist auch ein Überlebender, was? Hier oben waren wir alles, ne? Ja. Ja, ja.
Da ist noch was. Ach nee, sie hat einen Kreis drum. Begebe ich zum. Ich hab was kack gemacht, Richie. Was ist passiert? Warum bin ich im Ladebildschirm auf einmal? Wegen Außenposten. Habe ich das jetzt aktiviert, nochmal zu machen? Ich weiß es auf nicht. Stufe 2? Oh Gott, ich hoffe nicht. Ah, das wird wiederverwendbar. Ui. Eieiei. Naja, okay, du hast wenigstens Ethanol dafür bekommen. Ja, dann schleichen wir mal, oder? Ja, wie vorher versuchen wir, ne? Also wir haben jetzt zwei Alarme hier. Wir haben die Radarstation zurückgeholt. Sie ist wieder voller Ethanol, aber pass auf den Alarm auf. Der ruft einen Fallstrecker. Fallstrecker. Ja. Jetzt haben wir zwei Alarme. Eigentlich ja, ich sehe aber nur einen. Immer schön versteckt bleiben. Wenn die Alarm rufen, dann ist schon so gut wie vorbei. Okay. Also den einen hier vorne kann ich ausschalten. Okay. Aber wo ist der andere? Ich laufe mal hier außen rum. Vielleicht ist der auf der anderen Seite. Gibt mehr Ethanol, ha? Aber ich sehe ja gar keinen. Ist da vielleicht auch nur einer? Das dürfte eigentlich nicht sein. Ist nur einer, Richie. Das kann eigentlich nicht sein. Ach, hier ist der zweite. Ich habe ihn schon. Moment, aber ich habe ihn noch nicht ausgeschaltet. Jetzt ist er aus. Er ist aus, der Das ist ein gepanzerter. Mein Gott. Das hat deine Mama letzte Nacht aufgesorgt. Können wir anfangen? Ja, ja, ich bin schon dabei. Ich bin schon drin. Ich wollte schon sagen. Wo ist der Gepanzerte? Oben? Über mir. Aha. Was war das für ein Geräusch? Vorsicht, ich hol mir den. Du bist ja brav. Ja, irgendwo muss noch einer rumschleichen. Der führt Selbstgespräche schon immer noch. Ah, ich habe noch einen entdeckt. Zwei habe ich entdeckt. Okay. Einen Scharfschützen hast du entdeckt? Nein, ein Scharfschützen im Gepanzerten. Perfekt. Hast du erwischt? Ja. Aber einer will Hilfe rufen. Kein Problem, ich habe alles ausgeschaltet. Ach Mann, du lästige. Das ist doch sowieso vorbei für euch. Da ist noch einer. Wow. Ach, ist schnell. Zu zweit geht sehr das schön. Ja echt gut, ja. Ja, das ist sehr gut. Ja, aber jetzt mache ich den Fehler nicht nochmal. Ich glaube, die dritte Stufe lassen wir erstmal, wenn ich auch aufgestellt bin. Mhm.
Aber dann haben wir mal geschaut, einen Außenposten auf zweite Stufe gebracht. Ethanol plus 50, Ethanol 200. Sehr schön. Ach, sie hat wieder was zu quatschen. Dann kamen die Heilmen und haben sich eingenistet. Ich hoffe, du kannst sie loswerden. Die Vorratskammer Außenposten. Ja, ich wollte jetzt aber erstmal in hier hin. Weil Munition. Ich kann noch kein. Nur das blöde Ding. Das will ich nicht. Ich würde gern auch Pfeil und Bogen haben. Hast du noch keinen Bogen? Den solltest du auf Rang 2. Könnte sein, dass da schon einer ist. Nee, ist noch nicht. Da ist nur so ein Schrottbogen. Oh ja. Ja, okay. Basis können wir mal ausbauen, ne? Ganz wie du möchtest. Okay. Werkstatt schaltet Fahrzeugbau frei. Trainingslager Stufe 3 verbessert die gesunde und entscheidende Hilfe auf Abruf. Schaltet Sprengstoffherstellung frei. Kategorie Heilkräutergarten. Schaltet Explosion Schnellreisen frei. Ach, machen wir doch, was wir können machen. Schalten wir alles soweit frei. So, dann haben wir alles auf Stufe 1 gebracht. Das heißt, irgendwann müssen wir den Herrn dann doch mal, ne? Ja. Wie gesagt, es wird danach ziemlich haarig, also mit. Ja, es soll ja auch kein. Wir machen natürlich erstmal so weiter. Aber irgendwann, wenn wir da. Wenn ich mich. Ich muss mich ja auch aufleveln. Und das geht ja nur mit. Wahrscheinlich, wenn ich die Basis irgendwann mal mache. Mhm. Ja. Okay. Wo bist du? Du bist da. So, mal ein bisschen die Leichen noch plündern. Ach, du hast die Waffenwerkstatt auch verbessert. Ja. Ah, da bekommen wir jetzt also Spezialmunition. Okay. Plündern voll. Naja, der Bogen, der sieht jetzt zwar nicht so gut aus hier auf Stufe 2, aber der ist schon ein Bogen eben. Naja. Er ist leise. Ja. Ich guck noch mal. Stufe 1 beim Bogen. Ich kann mir die Schleuder, Holzwaffe für die Momente, in denen du deine Jugendlichen leichtsinn Luft machen. Nee, ich habe da keinen Bogen. Vielleicht habe ich ihn noch nicht gefunden. Den Bogen, den du hast, optimierte Kurve. Bogen gibt es erst auf Stufe 3. Ja. Gut, dann haben wir das doch hier erledigt. Ja. Dann war das doch mal eine erfolgreiche Folge. Oh, da war noch was zum Plündern. Oh, hier. Gut. Dann können wir ja in Ruhe den Part beenden, oder? Genau, ja. Dann bedanken wir uns fürs Zusehen. Für eure Kommentare und für eure Likes. Lieben Dank dafür. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.